Halbzeit an der World Skills in Sao Paulo. An den sogenannten Berufsweltmeisterschaften sind auch 11 Ostschweizerinnen und Ostschweizer mit dabei. Bis jetzt ist die Delegation rund um unsere Kandidaten sehr zufrieden mit dem Verlauf. Unser Kollege von Télébilan, Dominik Antonen, berichtet für uns vor Ort, das natürlich auf Deutsch und Französisch. Zweiter Wettkampftag, herzlich willkommen aus Sao Paulo, Brasil. Soyez les bienvenus pour cette deuxième journée de compétition depuis Sao Paulo avec nos équipes suisses qui sont à l'œuvre. Ja, die Hälfte von diesen Mannschaften ist schon ein bisschen am Schwitzen. C'est normal, ils commencent à transpirer puisqu'il faut tout donner jusqu'à pouvoir rendre les travaux. Der erste Tag ist jetzt durch. Wie ist es gelaufen? Le premier jour est déjà passé. Comment ça s'est passé? Ja, es ist ihnen ein bisschen gut gelaufen. Sie haben sehr hart gearbeitet. Der erste Tag war wirklich einer der härtesten. Sie haben einen Natursteinmauer gemacht, den man im Hintergrund sieht. Sie haben nicht ganz fertig gemacht mit der Abdeckplatte. Aber ich denke, das ist noch nichts verloren. Sie haben da gerne noch die Möglichkeit, das alles wieder gut zu machen. Ein Dream Team, haben wir das Gefühl. Wie ist es gelaufen bis jetzt? Zweiter Tag, deuxième jour de compétition. Comment ça fonctionne? Das Team arbeitet eigentlich recht gut. Da haben wir auch so trainiert. So wie es sollte sein eigentlich, untereinander. Isai, gestern haben Sie schon etwas müssen abgeben an Arbeit. Wie ist das gelaufen? Ja, es ist recht gut gelaufen. Wir sind zwar nicht ganz durchgekommen mit unserem Programm, das wir noch vorgesehen haben, aber wir haben doch eine gute Arbeit abgeliefert. Vous savez que le premier jour, ils ont déjà dû remettre un des travaux qui leur étaient donnés à faire. Wie haben die euch die Arbeit verteilt? Comment est-ce que vous avez distribué les travaux? Man hat ein bisschen geschaut, wer war besser, schneller und schöner anbringt, wer ihm besser liegt. Und so hat man da schon in den Training ein bisschen aufgeteilt, wer was wird machen. Et ces deux jeunes ne se connaissaient pas avant de participer à ces World Skills. Ils se sont bien répartis le travail en sachant « Moi, j'aime bien faire ça. Mon copain préfère faire ça. Allez, on le fait en tous les cas en tant que team. » Alors aujourd'hui, on a changé de discipline avec une carrossière peintre. Mais on a bemerkt, Angela. Also Angela, sag-moi, was machst du für einen Beruf? Ich bin Autolackiererin, also Karossierin-Lackiererei, richtig. Wie ist es gelaufen? Ja, im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht gelaufen. Wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall gehabt. Weil hier in Brasilien hätten eigentlich für die letzte Aufgabe hätten wir einen Kleber sollen haben. Und der Kleber ist irgendwo, aber nicht bei uns. Für das, ja, habe ich dann die letzte halbe Stunde eigentlich nicht mehr zu tun gehabt. Donc c'est bien. Elle a eu 30 Minuten, elle a réussi à faire, parce qu'elle aurait dû apposer un autocollant provenant du Brésil sur son œuvre. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Neben mir Kaspar, er ist der Lehrmeister von Mirko. C'est lui, en fait, le maître d'apprentissage de Mirko. Also, Kaspar, ich muss auch mal etwas wissen. Wie hat der Mirko gewusst, was er muss hier in Sao Paulo machen? Comment est-ce qu'il a su, qu'est-ce qu'il devait faire comme objet? Er hat im Frühling hat er Pläne bekommen von 3 verschiedenen Möbeln. Hat er die können üben. Und einen Monat vor dem Wettkampf, also im Juli, hat er das Möbel bekommen. Die Pläne bekommen, die er da muss anfertigen. Aber sie können noch 30% von dem Möbel abändern. Und da hat er nicht gewusst, da hat er erst einmal heute erfahren, also gestern, ja. Alors effectivement, il y a quelques mois, Mirko a reçu 3 plans de différents meubles. Il a pu en choisir un, mais il y a que un mois qu'il a su sur quel meuble il a le devoir de travailler. Et il y a pire que ça, c'est qu'en entrant ici dans cette halle pour participer à la compétition, au dernier moment, les experts ont dit, voilà, maintenant, nous, on a encore fait 30% de correction par rapport au meuble final que tu dois livrer. Mixer, am Schluss hast du mit dem Tobias, mit dem Experten, hast du noch ein debriefet, um was ist es gegangen? Qu'est-ce que tu as fait comme debriefing avec ton Experten? Wir haben den ganzen Tag noch ein besprochen, wie es gelaufen ist, und den Ablauf vom morgigen Tag angeschaut, was, wenn anfällt und wie wir die Reihenfolge so machen, dass es am Schluss aufgeht mit Verbindungen abgeben und so. Wie läuft's? Zeitlich bin ich gut. Dreieinhalb bis jetzt Qualität wird am Schluss rauskommen. Ok, un débriefing avec son expert, histoire de voir un petit peu la planification du travail du lendemain. Ouais, en finalité, pour l'instant, il se dit pas mal, il faudra qu'on voit justement lors du dernier jour de cette compétition comment ça se présente.
Wir sind am Ende des zweiten Wettkampftag hier in Sao Paulo. Der Auftrag ist ganz klar: konzentriert bleiben und eure Aufträge so schnell wie möglich erledigen, so schnell und so gut wie möglich erledigen. Nous sommes arrivés à la fin du deuxième jour de cette compétition. Les devoirs sont clairs. Restez concentrés, surtout tentez de donner les devoirs qui sont donnés justement au candidat le plus rapidement possible et bien sûr aussi parfaitement que possible. C'en est tout. On se retrouve demain. Big Serious Monde VTL.